Hallo meine Lieben. Oft werde ich gefragt, warum Alanya? Ja, ich sage immer nur eins. Also ich habe ja meine Immobilieninformationsseite, wo ihr jetzt dieses Video seht. Und da sage ich immer wieder, nehmt euch irgendwo eine Wohnung, Hauptsache ihr kommt weg von Deutschland. Weil immobilientechnisch kannst du Deutschland eh vergessen. Ja? Ich habe hier wunderschöne Wohnungen, wo in Deutschland nicht mal Millionäre haben können. Ja? Und natürlich gibt es auch in Deutschland wunderschöne Wohnungen, ist ja klar. Aber die kann sich ja wirklich ein normaler Bürger nicht leisten. Ja? Und das Geilste an der ganzen Sache ist, mit so einer Aussicht, ja, also so eine Aussicht mit diesem wunderschönen Blau, kann sich eh keiner leisten. Nein, wir haben nur hier diese Überflugflugzeuge Chemtrails, weil selber auf der türkischen Seite haben wir selten Chemtrails. Selten. Nur mal kurz mal zu den Chemtrails, weil die Leute ja immer alles anschauen. Die schauen sogar hinten, wenn sie erkennen können, welches Klopapier du benutzt. Das ist alles so wichtig, ja. Wenn ich dann ein Video mache über Informationen, dann schauen sie, ah, das ist ein Chemtrail, dein Land ist doch so schmutzig. Ihr seid so lustig. Ach Gott. Da wurde ich geistesgestörte Kommentatoren. Wie der neulich. Was machst du, wenn ein Asteroid dann auf die Wohnung fällt? Was mache ich denn dann? Naja, dann ist er halt kaputt. Ne? Vielleicht bist du ja versichert. Mensch, ne? Hey, manche Leute, ey, bitte bleibt in Deutschland. Das ist das richtige Land für euch. Da ist nämlich alles sicher. Da ist alles sicher. Da garantiere ich dir, dass du bis zur Rente noch schuften darfst und überlebst bis zur Rente und am nächsten Tag kann es sein, dass du dann, ne, bleib bitte dort, bitte. Ne? Also, warum Alanya? Ja, einige meiner Facebook-Freunde hatten ja schon mal gesagt, Alejabi, Alanya ist nicht so schlecht. Ne? Ich bin immer ehrlich, ich muss auch zugeben, dass ich früher Alanya nie empfohlen habe, eher Antalya. Antalya ist auch sehr schön. Weil ich immer gedacht hatte, Alanya ist nur Tourismus. Ja? Das sind nur Hotels, nur Touristen. Und dafür habe ich keinen Bock gehabt, diese riesen Betonbunker. Nein, danke, habe ich gesagt. Und dann aber habe ich mir das mal angeschaut und habe ich gesehen, Mensch, die Jungs haben recht. Ne? Da lag ich falsch. Alanya ist wirklich herrlich. Ne? Da fährst du ein paar Kilometer außerhalb und bist an paradiesischen Stellen. Wenn jemand fragen will, wo ich jetzt gerade bin, ich bin gerade bei der alten Umgehungsstraße, nicht Umgehungsstraße, das war die alte Straße Richtung Mersin, Richtung Adana. Und die haben sie verkürzt durch eine Direktstraße. Ja. Da haben sie eine Autobahn hingebaut oder Bundesstraße. Ich muss mal aufpassen, weil die hundertprozentig Zuhörer sind ja dabei. Wir haben hier aber Tempolimit, 120. Das ist jetzt die alte Straße Richtung Adana. Das war nur eine normale Landstraße. Und die andere ist halt vierspurig, ne? Also zweispurig auf jeder Seite. Ja Leute, ich sag ja, man fährt ein paar Kilometer raus und sieht dann sowas. Ne? Warum Alanya? Weil Alanya hat immer noch Dörfer gleich in der Nähe. Warum Alanya? Alanya ist noch günstig. In Antalya kannst du ja keine Wohnung mehr leisten teilweise. Ja? Alanya ist... Die Leute sind total super. Ja? Weil es keine... Das ist keine Industriestadt. Es hat nur Bauern oder Tourismus. Ja? Und beides ist interessant. Ja? Und Alanya, weil halt Alanya... Schau mal. Ich fühle mich echt super wohl hier. Ja, das ist wirklich super. Ja. Und ich habe schon einige hierher geholt. Sind fast schon 20. Ja. Alle glücklich. Wir haben ja immer wieder unsere Treffen. Demnächst wieder. Einige wollen nicht vor die Kamera. Einige wollen nicht auf der Kamera sein. Im Video sein. Einige wollen schon drauf sein. Dann mache ich mal ein Essen, nur mit denen, die drauf sein wollen. Ja.
Und dann könnt ihr es von denen direkt selber hören, dass die Wohnungen, die ich empfohlen habe, dass alle begeistert sind und keiner will zurück nach Deutschland oder die Wohnung aufgeben. Ich habe Top-Wohnungen, Top-Style, Top-Modern, ja, nichts Altbackenes. Ja. Und ich habe erst vorgestern ja einen geholt und vom Hotel und ihn in seine Wohnung gefahren. Er hat das volle Programm genommen, ja, ohne lang rumzuüberlegen und über was auch immer. Jetzt hat er auch seine Aufenthaltserlaubnis gleich, haben wir auch gestattet. Er hat gleich mit Vollausstattung die Wohnung, ja, weil manche meinen immer, dass die sollen es selber nehmen, dann können sie billiger oder was auch immer machen. Wenn man das Ganze ausrechnet, ist es eben nicht so der Fall. Und deswegen hat auch diese eine holländische Dame hat gesagt, die ist zwar ohne Sachen, aber ich möchte trotzdem, dass ihr das macht, weil ich dann auch euch als Ansprechpartner habe. Ne? Also wenn sie was kauft, sind wir, wenn da was mal nicht gehen sollte, sind wir dafür zuständig. Ne? Und solche Leute brauchen wir. Leute, die vertrauen. Ja? Und wie gesagt, jeder kann nehmen, wo er will. Er soll bitte abhauen von Deutschland. Jeder soll hingehen, wohin er will, aber weg von Deutschland. Das macht euch kaputt. Am Flughafen sehen wir es doch immer. Das sagen doch die Angestellten dort. Wenn da irgendeiner, wenn ein französischer Flieger ist, die Leute schauen nicht so fertig aus. Wenn da irgendein Flieger aus Spanien, die Leute schauen noch gut aus, fit aus. Kommt ein Flieger aus Deutschland, alles kaputte Leute. Starke Raucher, kaputte Leute, die... Du hörst schon, wenn sie reden. Das ist nicht gut, Leute. Ihr müsst euch mehr um euch kümmern. Ja? Weniger saufen, weniger Zigaretten. Mehr gesundes Essen. Ne? Dann höre ich immer, ja, das gibt es bei uns nicht mehr. Ja, gut. Ach. Manche übertreiben es dann auch. Ne? Gibt es auch diese Hypochonder. Da ist ein Strommast da oben. Ne? Hilfe, nein. Und dann im nächsten Moment sagen sie, hier habe ich ja gar kein 4G. Ja? Wobei ich ja hier auch ein Live-Video mache. Das ist ja 4G. Hier in dieser Pampa sogar. Ne? Und man muss einfach mehr locker sein. Mehr, viel lockerer sein. Einfach mehr Liebe, mehr Lockerheit. Mehr geht schon, passt schon, so muss man es denken, ja. Und nicht so stressig. Ach, deswegen bin ich ja weg von Deutschland. Das ist schrecklich, schrecklich. Ja, den Herrn haben wir abgeholt, abgeliefert. Der hat nur noch gestrahlt, weil er die geile Wohnung jetzt gesehen hat, wo er gleich geblieben ist. Nur noch am nächsten Tag hat er aber angerufen, ich muss ehrlicherweise auch, ich muss immer alles sagen, die Wahrheit, dass da beim Warmwasserbehälter das getropft hat. Und da hat er uns angerufen, weil wir sind dafür zuständig und es wurde sofort gemacht. Kamen drei Mann, es wurde sofort gemacht. Das sind halt so die Vorteile, warum ich sage, wir richten alles her, tun alles bereit machen. Ihr zieht ein und habt ein schönes Leben. Punkt aus. Ne? Wer das möchte, wer nicht möchte, ist auch kein Problem. Je nach Wohnung hängt immer von der Wohnung ab, ob das schon mit dabei ist oder nicht. Das ist immer unterschiedlich. Ne? Ja, wie gesagt, diese holländische Dame hat gesagt, wir sollen alles machen. Und haben wir auch gemacht. Und sie ist sehr zufrieden und hat keinen Einkaufsstress gehabt. Und es war billig, als wenn sie es selber gemacht hat. Drei Klimaanlagen waren dabei. Ja, soll sie mal drei Klimaanlagen kaufen? Ja, mit Garantie und alles. Ne? Kühlschrank, Spülmaschine. Ich kann auch in die Pampa fahren, wo keine Autos sind, Leute. Es sind halt hier Autos da.
Weil bestimmt wieder welche jammern werden. Ne? Ja, okay, Leute. Wozu dieses Video? Naja, um mal hier ein paar Bilder zu machen. Ist doch schön, oder? Hier ein Wasserfall. Ja, ist doch schön, oder? Hier das Meer. Ist doch schön, oder? Kakteenpflanzen mit ihren Früchten. Ja? Habt ihr das, wenn ihr ein paar Meter mal rausfährt in die Pampa, ein paar Kilometer rausfährt? Da kann man die Früchte essen. Da seht ihr die Früchte. Einfach geil. Einfach geil. Ach, der hat einen alten Diesel gehabt. Ein ohne Filter. Die riechen noch so richtig gut. diese alten Diesel, die riechen noch richtig gut. Das ist ein Malling. Oh, geil, Leute. Ja, wir haben 2. Februar und wenn die Sonne scheint, kann man natürlich im T-Shirt rumlaufen. Auch im tiefsten Winter, wenn die Sonne scheint, kannst du mit T-Shirt rumlaufen. Aber wir haben natürlich hier auch Scheißwetter leider, haben wir auch. Wir haben jetzt 4 Wochen Regen gehabt. Dann habe ich mit den Einheimischen geredet. Ist das normal, 4 Wochen Regen? Und er hat zu mir gesagt, weil ich ihn darauf angesprochen habe, ob das nicht vielleicht Harp oder so, um die Türkei zu schädigen und so. Der hat gesagt, so ein Schwachsinn, hat er gesagt, wir haben schon hier öfters auch mal 90 Tage durchgehend Regen gehabt. Haben sie, also er hat durchgehend Regen gehabt, 90 Tage hier in Alanya. Deswegen soll ich mich nicht aufregen, das ist immer wieder mal so gewesen. Deswegen, auch in Deutschland, der kältere Winter oder in Amerika, das war immer schon. Ab und zu ist halt mal kälter oder wärmer, mein Gott. Diese Schwankungen hat man halt. Ne? Aber eins garantiere ich euch, ich habe hier noch nie von Juni bis September Regen gesehen. Noch nie. Könnt ihr euch das vorstellen? Ne? So, wir holen euch mit unserem Firmenwagen ab. Ist eine alte Schrottkiste, aber hat Airbag und alles. Deswegen, wir holen euch vom Hotel ab und dann fahren wir euch zu den Wohnungen. Und wenn es euch gefällt, langt ihr zu. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ich verlange ja auch Entschädigung zum Benzin, für Benzin und meine Zeit. 150, das ist ein Salat übrigens. Sehr guter Salat. 150 Euro. Abholung vom Hotel. Fahrt zu den Wohnungen. 150 Euro. Ist aber nicht bei jedem. Wenn jemand schon im Vorfeld weiß, auf dem Video war diese Wohnung, in dem Video war diese Wohnung, die hätte ich gern, der muss das natürlich nicht zahlen, weil da fahren wir da hin. Er schaut sie sich an, wenn es ihm gefällt, gefällt es ihm. Dann haben wir ja keine Umkosten gehabt. Ja? Immer schon ehrlich bleiben. Andere, wenn wir wiederum den ganzen Tag rumfahren, den ganzen Tag die Zeit gegeben haben, das ist dann eine Sache für 150 Euro. Und an all meine Hater, wer es nicht machen will, soll es halt nicht machen. Wo liegt das Problem? Wer es nicht machen will, der soll es halt nicht machen. Wo ist da das Problem? Ich sag euch, wo das Problem liegt. Das Problem liegt nur daran, dass ihr nichts drauf habt, dass ihr nichts könnt, keine Webseite, gar nichts. Ihr könnt nichts. Muss ja nicht jeder können, ist doch okay. Aber diese Wichser, die nichts können, nur am Jammern sind, warum diese, halt einfach dein Maul und geh woanders hin. Geh zu Remax oder was auch immer. Das gehört der Deutschen Bank. Geh zu Remax Immobilien, geh irgendwo hin. Hol da deine Wohnung, ja? Und langweil mich nicht. Ich zwing mich dir nicht auf, also zwing du auch deine Soße nicht mir auf, ja? Behalt deine Soße für dich. Ich will mit dir nichts zu tun haben, okay?
Aber das Geile ist, für meine Kunden bin ich da. Für meine Kunden bin ich da und wir haben Spaß. Und es ist geil und es wird noch geiler. Wir haben erst losgelegt, das ist erst der Anfang. Ja? Aber das Ganze ist ohne dich. Ja? Das Ganze ist ohne dich. Ja? Und an alle meine Kunden, die schauen ja auch meine Videos. Ich habe ein neues Restaurant entdeckt. Ihr werdet mir die Hand küssen. Wer hat unser Kaffee- und Kuchen-Restaurant entdeckt? Ich war das, mein Lieber. Ja? Ich, dieses geile, super Top-Ding. Das habe ich entdeckt. Wer hat die geile Bucht entdeckt, wo die Palme im Wasser ist? Das habe ich entdeckt. Wer hat den Urinalplatz gefunden, wo hinter dem Kaktus steht? Und zwar ist es hier, wo ich gleich benutzen werde. Das habe ich entdeckt. Ich. Wer hat dieses geile neue Restaurant entdeckt, wo Kartoffelpüree mit so einem Steak drauf und Hammerpreis, Hammerqualität. Wer hat es entdeckt? Ich! Und hier ist mein heutiger Urinalplatz. Mein heutiger Urinalplatz. Was sagt ihr dazu? Ja? Das ist nämlich sehr wichtig. Übrigens, ich kenne in Antalya, hier auch mittlerweile, fast alle Toiletten. Warum? Weil wenn man mit Frauen unterwegs ist, ich bin ja meistens mit Frauen unterwegs, weil Frauen sind einfach handlicher, einfach angenehmer. Ja? Und die fragen dann ja ständig, wo kann ich mal shoppen? Und ich check mein GPS im Gehirn ab, wo sind wir? Oh, da und da gibt es sogar einen Föhn im Klo. Da und da ist nur à la Turca, da darfst du nicht hin. Da und da ist sehr gut. Und das bin ich, mein Lieber. Ich war der Master of the Toilets. Yes. Ich wusste, wo die besten Toiletten sind. So, okay, jetzt genug gelabert. Wisst ihr, was geil ist? Ich lebe schon hier. Meine Kunden ja auch. Ich sehe es doch an ihren Lächeln. Ja. Und dann, wenn du sagst, musst du morgen echt zurück, dann schauen sie mich immer verdutzt an und kriegen einen Schock. Den Witz mache ich immer wieder mal. Vielleicht sollte ich mal wirklich ein richtiges Video machen von Sehenswürdigkeiten. Ich habe noch keine Zeit gehabt. Okay, meine Lieben. Jetzt mal so viel von mir. Jetzt lasse ich euch endlich mal in Ruhe. Kauft euch was, mietet euch was. Hier ist es wunderschön. Hier ist es wunderschön und günstig. Wir haben ja auch Ärzte, wir haben alles. Du brauchst nichts mehr. Ja. So, okay. Also, ich wünsche euch alles Gute. Passt auf euch auf. Nehmt einen Full-Service von uns in Anspruch. Ihr werdet abgeholt vom Hotel. Ihr werdet zu den Wohnungen gefahren. Eine Ganztagestour, 150 Euro. Mit einem Kaffee, Cappuccino irgendwo und Kuchen. Dazu, das wird verrechnet, falls ihr was kauft, wird es mit verrechnet. Wenn ihr das nicht machen wollt, dann müsst ihr es nicht machen. Ich zwinge euch ja nicht. Ja? Weil manche tun so, als habe ich es ihnen gezwungen. So lustig ist das. Macht doch, was ihr wollt. Und dann Aufenthaltserlaubnis. Das mache ich auch für euch. Mit meinem Partner, der staatlich vereidigter Dolmetscher ist. Der muss das ordentlich machen, weil sonst kriegt er seine Dolmetscherlizenz nicht. Ja? Der macht das Ganze dann. Ja, und er hat es bisher bei jedem geschafft. Ja. Okay, so viel von mir. Sagt mal Tschüss zu den wunderschönen Pflanzen, die uns Gott geschenkt hat. Sagt mal Tschüss zu den wunderschönen Pflanzen.